Kunstradio. Eine neue Ausgabe für euch. Ich hoffe, ihr freut euch. Es wird heute wieder mal ein bisschen ein längeres Beisammensein. Ich möchte euch heute einen Videowunsch erfüllen, der auf meiner Liste steht. Ich gehe da auch nicht der Reihe nach. Ihr habt das mit Sicherheit schon gemerkt. Der eine oder andere wartet immer noch auf irgendein Thema. Heute, das ist mir wichtig, weil wir jetzt doch mit Dualtipps auch gearbeitet haben oder mehr und mehr arbeiten möchten. Und ich mich da doch tatsächlich drin verrannt habe. Ich mache es sehr, sehr gerne und experimentiere darum. Und mal finde ich es richtig mega super toll und mal geht es halt wirklich in die Tonne. Ist halt so, auch ich muss üben. Ich möchte es nochmal an alle sagen, alle, die gerade anfangen. Werft den Pinsel nicht in die Tonne, wenn was nicht klappt. Es ist wirklich wie mit vielen anderen Dingen in unserem Leben. Wir brauchen Routine und Routine entsteht nur durch Üben und irgendwann ist das wie beim Autofahren, da läuft das alles von ganz alleine. Man denkt nicht über Schalten und Kuppeln nach. Ich meine, heutzutage haben sowieso fast alle Automatik. Ich finde es leider sehr schade. Ich bin jemand, der unwahrscheinlich gerne die Macht über den Motor behält. Das heißt, ich bin noch jemand, der wirklich gerne schaltet, weil ich möchte entscheiden, wann meine Beschleunigung kommt. Aber das andere ist natürlich deswegen nicht schlecht, sondern halt eine Bequemlichkeit. Und so können wir es jetzt auch hier mit unserem Nageldesign sehen. Ein Dualtipp hat eine gewisse Bequemlichkeit, weil er einfach schon, wie ich es schon mal gesagt habe, vollendet ist, fast vollendet in Form. Und Statik. Und ich möchte euch jetzt helfen, in diesem Video heute Problemfingerchen. Also die Fingerchen oder die Nagelbetten, die uns wegen ihrer Größe immer mal zum Schwitzen bringen. Und wenn man dann Dualtipps verwendet oder auch Press-Ons, den Press-On habe ich euch schon gezeigt, wie ich den für mich vergrößere. Ja, es geht um die Vergrößerung. Gehe heute im Thema Dualtipp. Ich zeige euch, wie ich einen Dualtipp, der mir nicht passt. Und ich habe ja zwei Sorten hier am Tisch, die sehr knapp bemessen sind. Und ich mit meinen Däumchen da meine Schwierigkeiten habe. Es geht hier um 1,5 mm, rechts oder links, je nachdem. Welchen Daumen ich da mir aussuche, ist es immer sehr, sehr knapp. Und da möchte ich euch jetzt zeigen, wie ich es für mich umsetze, doch einen passenden, ich sage mal, Tipp hinzubekommen, weil er wird nachher nicht mehr wirklich als Dualtipp funktionieren, indem man einfach Material reingibt und auf den Finger setzt, sondern da sind halt noch kleine Abweichungen in dem Vorangehen, diesen Tipp eben letztendlich auf den Nagel aufzubringen. Ach, was schwallig heute wieder, ätzend. Prösterchen an alle, die die Tasse haben, mit Signatur, ohne Signatur. Ich freue mich, dass wir uns wieder am Tisch zusammenfinden. Ich wünsche uns jetzt eine angenehme und lustige Zeit. Prost, ihr Lieben. So, wer die Tasse möchte, bitte kontaktiert mich. Ich signiere sie euch auch gerne. Ihr dürft auch zwischen Gold und Silber wählen. Und ihr bekommt mich über meine neue E-Mail-Adresse. Vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen. Die hat sich etwas verändert. Oder über Direktnachricht Instagram. Ja, oder. Oder hier in den Kommentaren. Irgendwie werden wir uns da schon treffen in der Mitte. Also Kaffee am Start. Brille ist da. Die setze ich mir jetzt auch gleich auf, gerne, damit ich hier sehe, was ich hier für euch mache. Ich habe mein Däumchen hier und das ist so mein Daumen, obwohl das die linke Hand ist, ist der immer so ein bisschen größer als der hier und ich habe mich jetzt halt für diese Dualtipps hier entschieden. Ich habe ja noch welche auch in Koffern, die noch trickier sind, aber ich wollte diesen jetzt nehmen und habe mir hier schon, wenn ihr seht, eine Nummer zu klein ausgesucht, ja. Also hier oben, das geht noch, aber so rechts, wenn man genau hinguckt und links so ein Millimeter fehlt da. Und da werde ich euch jetzt genau zeigen, wie ich da vorangehe. Ich brauche, glaube ich, doch ein Stöfchen, sonst sappel ich mich hier wieder voll. Nee, sappeln ist auch nicht richtig. Ah, es geht schon wieder los. Diese gehasste Fleischkappe, die wird mein Leben lang hier auf YouTube, wenn ich, je nachdem, wie lange ich hier überleben darf, wird mich ewig verfolgen. Ich weiß, meine älteren Zuschauer, also im Sinne von treuen Zuschauern, wissen jetzt genau, wovon ich rede.
Es bleibt euch Neuen gar nichts anderes übrig, als alle Videos einmal durchzuschauen, damit ihr im Bilde seid. Ich habe manchmal so Wortfindungsstörungen, will ich nicht sagen. Ich bin eher so kreativ derart veranlagt, dass ich einfach neue Wörter erfinde. Aber wer mir folgt, der versteht mich auch so. Also, ich packe mir hier mal richtig viel Masse drauf, weil ich drehe mir den Tipp quasi so rum. Und ich drücke mir das hier auch richtig schön fest an den Tipp, dass der wirklich viel Auflagefläche hat und nicht auf die dumme Idee kommt, hier runter zu plumpsen. Das sieht zwar nicht schön aus, aber es geht ja hier ums Funktionelle. Ich mache das folgendermaßen. Ich nehme auf alle Fälle einen Aufbau, ein Arbeitsgel. Und auch wenn hier jetzt Fiber draufsteht, es ist doch irgendwie sehr flexibel, wenn ich es dünner arbeite. Und genau das braucht ihr. Ihr braucht ein Arbeitsgel. Ihr könnt das auch mit einem, ja, mit einem Basisgel machen. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, in diesen ersten zwei Steps dünn zu arbeiten, um eben das Förmchen nicht so voll zu bekommen, dass ihr nachher wieder Passschwierigkeiten habt. Ich glaube, du Fritz zieht wieder ein. Das ist auch kein Wunder bei diesen unglaublichen heißen Temperaturen. Kann ich echt nur drüber lachen. Ich sitze hier schon wieder mit meinen dicken Socken in meinem kalten Zimmer. Also, wie gesagt, ich nehme das hier jetzt. Nehme etwas auf den Pinsel auf. Er streckt schon wieder alle Haare. Schrecklich. So. Ich konzentriere mich einfach nur hier an der Wandung außen, rechts und links. Habe ich ein Härchen drin? Nee. Nehme mir ein bisschen Gel auf. So. Fange wirklich hier oben von der Rundung an. Ziehe mir hier erstmal an der Kante entlang ein Würstchen, also wirklich ein dünnes Würstchen. So. Und arbeite mir das jetzt glatt. Das sind so 2, 3 mm, die ich hier benetze. Seht ihr das? Ja. Schön ausstreichen. Nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Es muss halt eine Fläche sein. Und wie gesagt, seid da wirklich exakt, dass ihr es nicht zu dick macht. Also wirklich auch hier auf die Wandung achten. Das zieht man sich dann immer noch mal so hoch zur Kante, damit ihr da alles habt, weil das ist ja wichtig. Dreht man um, dann schaut man, dann macht man das Ganze auf der anderen Seite. Wieder ein bisschen Gel aufnehmen, hier oben absetzen, an der Kurve sozusagen. Und dann zieht ihr das schön dünn runter. Das Würstchen. Wenn man so ein bisschen abstreift, hat man schon die Kante mitgefasst und dann hat man da ja auch keine fehlenden Stellen. So, gut, und dann mache ich meinen Pinsel ein bisschen sauber und dann ziehe ich mir das hier wieder ganz dünn. Ja, das Haar ist wieder. Das ist schon ein sehr alter Pinsel, aber ich hänge irgendwie an dem, weil der ist einfach, der macht das einfach. Meine Aufbauten, meine Arbeiten mit Gel bei Modellagen. Ewiger Begleiter, der hat bestimmt schon 15 Jahre auf dem Buckel hier. Ich weiß auch nicht, wo ich ihn her habe. Bitte fragt mich nicht. Dann ziehe ich mir es wieder so ein bisschen hoch, dass ich wirklich das alles hier an der Kante mit eingefasst habe. Und dann schaue ich mir das Ganze nochmal an, lasse ich das noch ein bisschen glatt ziehen. Ja. Also rechts und links abgelegt und dann geht das Ganze in die Aushärtung. So. Ich mag ihn. Er ist fantastisch. Ich mag diesen Pinsel einfach. So, ein Tässchen in Ehren. Ich will am Ende des Videos, wenn ich euch das gezeigt habe, noch eine Empfehlung aussprechen. Aber ihr wisst ja, wie das so mit meinen Empfehlungen ist. Ich möchte eins nochmal wiederholen und zwar, ich muss gerade mal gucken, habe ich den Schatz überhaupt am Tisch? Achso,
Habe ich euch vorgestellt, kam auch schon die Frage, Andrea, wie ist er denn jetzt? Also, ich habe ihn benutzt. Ich habe ihn für mich als sehr, sehr gutes Produkt empfunden. Super dünn zu verarbeiten. Und ich hatte ja gesagt, dieses Scheißerchen hier, also Scheißerchen im positiven Sinne, hat einen wahnsinnigen Rosenduft. Da kann man sich nur rein verlieben. Hingegen ja eine Latexmilch immer ein Stinker ist, das hatte ich auch im Video gesagt. Ich kann euch das Teil nur empfehlen, ist unten in der Infobox verlinkt. Schaut gerne nach, kauft gerne über diese Links ein, auch wenn es Unterstützerlinks sind. Das heißt, die auf Amazon eben einkaufen aus meiner Infobox. Ihr unterstützt mich und meine Arbeit hier auf meinem Kanal. Euch kostet das nicht mehr, aber ich bekomme dann so ein paar Cent in meine Sparwurz reingeworfen. Alle, die das schon getan haben, herzlichen, herzlichen Dank. Ich weiß, wir müssen alle sparen. Ich gebe euch auch sparsame Tipps mit an die Hand. Muss mal hier meinen Tiegel zumachen, sonst ist ja gleich die Oberfläche wieder angehärtet. Ich gebe euch viele Sparmaßnahmen und Tipps mit, wie ihr am Tisch euch dann vielleicht etwas Größeres anschaffen könnt, weil ihr dann wieder ein bisschen mehr Dukaten übrig habt. Das hier ist wirklich sein Geld wert und es ist nicht so ekelig. Es lässt sich super gut verarbeiten, weil sehr dünn viskos, sehr sparsam zu verwenden. Und wenn ihr mich da unterstützt, dann freue ich mich auch, weil ich muss ja auch gucken, dass ich so ein bisschen haushalte hier am Tisch. Ihr wollt immer mal wieder neue Produkte sehen, wo ich keine Unterstützung bekomme von außen in Sachen PR, die ich dann auch einkaufe für mich. Und da freue ich mich immer, wenn ihr die Links benutzt. Danke an der Stelle für alle, die das schon getan haben und die es in Zukunft gerne tun möchten. Tut euch keinen Zwang an. Wir YouTuber freuen uns immer über sowas. Also, das Ding ist ausgehärtet. Wie gesagt, rechts und links haben wir nur die Wandung eingefasst. Und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr nehmt euch eine Pinzette und löst das. Klar, sogar besser, wenn man so ein bisschen kneift, weil das Gel geht mit. Das Gel geht mit. Super. Und dann nehmt ihr das mal kurz ab. Ja, das seht ihr hier jetzt mal. Ich weiß nicht, ohne Handschuhe ist immer besser, gell? Das ist es. Ich lege mir das hier auf eine saubere Ablage. Lasst ruhig die Inhibit dran. Reinigt da nichts ab. Da ist sie gelöst. Müsst halt ein bisschen mit einer Spitzenpinzette mal aufpassen, dass ihr euch da die Oberfläche eures oder die Innenfläche vielmehr eures Dualförmchens nicht zerkratzt. Da ist das andere Stück, das legt man sich dann hin. Am besten so, wie ihr es entnommen habt, bis ihr Übung drin habt. Und dann nehme ich mir wieder Produkt auf. Ganz wenig. Ich brauche im Grunde jetzt nur eine Fließschicht. Und die lege ich mir ab und bestreiche den ganzen Tipp dünn. Also hier geht es jetzt wirklich um dünn. Ganz, ganz dünn. Für alle die, die im Dual-Tipp dann weiterarbeiten möchten, ist das sinnvoll. Also es gibt die Möglichkeit, das Ganze, nachdem das jetzt hier mit dieser Schicht in Verbindung gekommen ist, drinne zu lassen und weiterzuarbeiten. Dann solltet ihr aber wirklich darauf achten, dass eure Kanten gerade gearbeitet sind. Also hier rechts und links die kleinen Teile, die ihr euch gestaltet habt, gerade gearbeitet, damit ihr nicht nachfallen müsst. Ich mache es halt gern genau andersrum. Ich bilde mir hier meine Basis mit den beiden Teilchen, härte es aus. Ich zeige es euch jetzt auch, wie ich es gerne mache, weil ich halt auch einen sauberen Abschluss haben möchte. Also das ist jetzt wirklich ganz dünn, ja. Dann nehme ich mir meine Teile auf. Jetzt muss ich gucken, ob ich die richtige Seite habe. Jawohl. Das ist diese Seite. Leg mir die wieder rein in mein Dualförmchen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich habe also den Drang, hier rüber zu rutschen. Das ist mir jetzt schon so oft aufgefallen in meinen Videos. Keine Ahnung, wo das liegt. So, die sind jetzt hier drinne in der ersten dünnen Schicht. Und jetzt nehmt ihr euch einen Pinsel oder eure Pinzette und zieht euch das, was euch gefehlt hat. Ihr habt das ja vorher ausgemessen, mit euren Augen vielleicht euch gemerkt. Zieht das ein Stück hoch. Hier hinten sollte es wirklich bündig sein, deswegen mache ich immer die Kurve hier mit. Ja, zieht das ein Stück raus. So, und macht das auf der anderen Seite auch.
So, ihr könnt das sehen. Also ich sehe es. Ihr könnt es, glaube ich, auch ganz gut erkennen, ne? Dass das jetzt hier das Teil, was wir vorher gearbeitet haben, 1 Millimeter höher steht. Ja, und dann härtet ihr das erstmal an. Somit habt ihr quasi die Form schon etwas verbreitert, vergrößert. Das ist jetzt eine ganz dünne Schicht. Und wer jetzt gerne mit Dualtipp weiterarbeiten möchte, der muss den Tipp jetzt so aushärten, wie ich es jetzt gerade mache, rausholen, cleanern ein bisschen, um die Kanten noch ein bisschen zu begradigen, weil die sind ja dann immer so ein bisschen, ne, wisst ihr, ungerade. Seid da aber vorsichtig, weil das sehr, sehr dünn jetzt ist. Ich arbeite es ein bisschen anders und das zeige ich euch jetzt noch in der Vollendung. Jetzt nehme ich mir noch mal was auf. Mag jetzt für den anderen oder überhaupt für einige unter euch dann wieder zu viele Steps sein. Ja, dann tut es mir leid, aber wenn wir doch einen größeren Tipp haben wollen, entweder habt ihr einen Hersteller, der euch das liefert, dazu sage ich gleich noch was, oder aber ihr müsst euch das selber gestalten. Und dann finde ich, kann man sich die Arbeit gerne machen. Man kann sich ja mehrere vorbereiten von seinen größeren Däumchen oder Mittelfinger oder was auch immer ist in dem Fall. Und dann kann man die sich auf Lager legen. Ich gehe jetzt hier nochmal dünn durch. Also wirklich dünn. Also es ist relativ gerade gearbeitet. Man könnte es auch so lassen. Ich sehe hier ein Näschen. Das ist wirklich nicht viel. Wenn ihr das ordentlich mit dem Pinsel immer so abstreicht und glatt zieht, dann habt ihr auch eine gute Kante. Ich härte das jetzt aus, weil ich will es euch unbedingt jetzt auch mal zeigen. Wartet, wenn wir das gelöst haben, dass ihr seht, dass es mir auf den Daumen passt. Ich kann ja viel reden, wenn der Tag lang ist. Aber das ist sowas. Total easy. Also nicht verzweifeln, wenn ein Tipp mal nicht passt. Oder wenn ihr Kunden habt, eure Press-on-Kunden eben, dann sollen sie es bitte messen. Ja, dann sollen sie es bitte ausmessen und ihr könnt dementsprechend arbeiten. Als ich mit meinen Press-ons angefangen habe, wieder ein Business da endlich auf die Beine zu stellen, hatte ich ja auch ein, zwei, drei Damen und Ladies, die eben für mich hier nach meinem Aufruf gefolgt sind und gesagt haben, Andrea, ich will deine Press-ons als Werbung Probe tragen. Und eine süße Maus hat auch gesagt, Andrea, ich habe so große Daumen, kannst du was machen? Und dann habe ich ihr tatsächlich, weil wir nicht den richtigen Tipp zur Verfügung hatten, habe ich ihr den vergrößert und er hat gepasst. Ich hab ihren Daumen nie ausgemessen. Sie hat es mir nur so gesagt. Und dann habe ich daraufhin eben auch extern vergrößert und einen neuen Tipp hergestellt. Also es geht schon. Ich hatte ja schon mal ein Video, wo ich euch das gezeigt hatte. Und genau so habe ich das dann gearbeitet. Also ihr wisst, ne, rechts und links aufschneiden und nochmal in der Mitte Gel aufgelegt und fertig ist die Luzi. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und ja, wir müssen einfach nur unseren Erfindungsgeist ein bisschen wecken und dann kann man sich helfen. So, hier ist er. Ja, das sieht jetzt aus, als hätten wir einmal eine Lage reingepackt. Jetzt hole ich mir das hier runter. Ja, ich cleane mir das ein bisschen ab. Also, ich habe jetzt das schon gelöst und weil das Gel so wunderbar doch flexibel ist, geht das wunderbar mit. Das ist gelöst. Ich habe Luft drunter. Und jetzt gehe ich hier ganz vorsichtig und hebe das ab. Und ihr könnt es sehen, ne? Es ist tatsächlich hier 1 Millimeter. Ne? Das ist hier drüber. Hier ist die echte Kante. Ja, und jetzt muss ich schauen, weil das ist hauchdünn. Ich mir nichts. Jetzt, da schmatzt da schon der Schatz. Da ist er. Ich gucke, wie kriege ich euch das jetzt hier? Kann man das jetzt sehen? Oh, so, da ist er, fix und fertig, vergrößert. Ja, jetzt nehme ich ihn. Der ist hauchdünn. Kann man das sehen? Ja, der ist hauchdünn. Ich kann den hier. Ja, der ist flexibel und das ist der Vorteil. Ihr könnt euch den jetzt hier so draufsetzen, könnt noch mal checken. Meine Ränder sind gefasst. Yes, große Freude. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, der ist jetzt noch nicht stabil. Das heißt, man kann jetzt von unten Magnete einfüllen. Ich bin schon wieder bei meinem Tipphalter. Gel einfüllen, aufsetzen, wie ihr es gewohnt seid, aushärten und gut ist. Und wenn ihr, obla, jetzt habe ich ihm wehgetan.
Er hat ein Bäulchen, also er ist wirklich auch dünn. Aufsetzen, also da müsst ihr schön vorsichtig arbeiten. Ihr könnt es auch im Förmchen direkt drinnen lassen. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Gar nicht rausholen, sondern wenn ihr die Kanten gut gearbeitet habt, könnt ihr es auch hier gleich wieder einfüllen und mit dem Press-On habt ihr vielleicht eine bessere Gewalt als dieser zarte Hauch von Gel. Kann aber dann Schwierigkeiten machen im Druck. Da müsst ihr halt gucken. Also ich finde es angenehmer, ihn rauszuholen und dann aufzusetzen, ja, weil der hier einfach auch mitgeht. Ja. Ich möchte jetzt nicht weitermachen, weil ich kann jetzt noch keine Nägel. Ich habe nur einen Daumen. Zeige ich euch gerade. Ach so, ja, jetzt kommt das andere Thema. Also das ist die Vergrößerung. Sei damit abgehakt. Ich hoffe, es hat den einen oder anderen was gebracht, der Problem mit Passform Dualtips hat. Grüße gehen raus an alle, die da sich ärgern. Jetzt möchte ich euch aber auch noch in dem Punkt etwas mitgeben. Ich brauche erstmal einen Schluck Kaffee hier. Prösterchen. Es gibt bei Temu oder Timo, ist mir jetzt auch egal, habe ich mir die kommen lassen, ist für mich ein Einkaufstipp auch für die, die zu große Daumen haben oder überhaupt irgendwie mit den Fingerchen immer so ein bisschen da sitzen und sagen, oh, jetzt bräuchte ich mal so ein Zwischending. Es passt nicht richtig, aber fast und ich bräuchte jetzt so ein Müh mehr. Soft Gel Tipps möchte ich euch empfehlen. Beauty Nail Pre Shaped with, ach, lass mich in Ruhe, hau mich tot. Ihr seht es hier schon. Wir haben hier ganz viele Einteilungen und das ist nämlich zuppi. Wir haben zweimal die 0 und dann geht es los von 0 über die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, hier ist nochmal die 0. 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5 und 11. Ja, haltet euch fest, der Knaller. 420 Stück. Super schön, die Farben gefallen mir gut. Das könnt mir schon wieder auf den Nagel bringen, gell? So als Nageldesign. Also ohne Schrift, ne? Ist klar. Dann öffnet man den Spaß. Hallo? Aber hier, die sind mattiert von beiden Seiten. Und die mit den Zwischengrößen, die wollte ich euch ans Herz legen. Ich habe sie bei Timo bestellt, waren auch relativ schnell da. Ich glaube, diesmal hat es nur 2 Wochen gedauert. Yippie-yay. Und sind inzwischen, glaube ich, in aller Munde. Also wer die haben möchte, müsst ihr euch beeilen. Die werden abverkauft wie bekloppt wegen dieser Zwischengrößen. Und jetzt passt auf, ich nehme mal die 1 raus, ja, die 1. Hubla. Und die 1 ist vergleichbar mit ihm hier. Also auch zu knapp. Also nee, gar nicht wahr. Das ist gar nicht die 1. Wartet. Die 2 wollte ich euch zeigen. Die 2 ist vergleichbar mit ihm hier. Ja, also der mir eben, den wir vergrößert haben, der mir rechts und links ein Müh zu groß war, ist hier jetzt die 2. Okay, jetzt kommt die 0. Das ist so eine Tippgröße, die ich eigentlich immer nehme und wo ich auch immer Glück hatte, dass es gepasst hat. Der passt on point. On point. Und jetzt zeige ich euch die. Wartet. Die 0. Ich rede ein Dummzeug. Das war die 2, 1 und die 0. Die 0 ist die Größe, die ich ja auch immer benutze in meinen anderen Sets. So rum muss ich sagen. Ich habe jetzt Dummzeug geredet. Passt, passt aber auch manchmal nicht. Je nachdem, von welchem Fabrikat, von welchem Hersteller ich die Tipps habe, kann der Nuller mir schon Probleme machen. Hier war es jetzt der Einer, der perfekt sitzt. So, jetzt bin ich wieder auf Spur. Und das ist die 0. Kann man das sehen? Das ist die 0. Ich weiß nicht. Ihr seht sie nicht. Und der ist jetzt für mich schon zu groß. Deswegen möchte ich euch das Set empfehlen. Der ist für mich schon, der drückt mir schon aufs Fleisch. Wenn ich jetzt hier drücke, kann man das sehen. So ist mein Finger entspannt und dann wird es hier schon weiß am Rand. Der ist mir schon zu groß. Ja, also ich könnte mir vorstellen, jetzt wartet mal. Ich habe hier, glaube ich, irgendwo ein Lineal gehabt. Genial, genial. Übrigens sind hierfür die flexiblen genial, weil da könnt ihr super ausmessen. Super ausmessen, echt. Weil der halt in der Wölbung mitgeht. Wo haben wir denn hier mal Zentimeter? Das war Inch. Ich will Zentimeter. Bin ich auf. Oh, ich seid weg. Also heute läuft es nicht so gut. Breiteste Stelle hier bei diesem Nagel, ihr Lieben. Ja, 17. 17. Himmelarsch und Zwirn. Hier die breiteste Stelle hier oben, ja?
Wie gesagt, mir ist er schon zu groß. Aber wer Däumelprobleme hat, Däumchenprobleme hat, ist, glaube ich, mit diesem Set sehr gut bedient. Sie haben mehrere Nagelformen. Ich weiß aber nicht, wie sich das mit dem Größenverhältnis bei den anderen Formen zeigt. Da müsst ihr Risiko gehen. Ich wollte mir, das ist jetzt der Medium Coffin, glaube ich. Steht es hier drauf. Mittlere Länge. Also das ist jetzt mehr so ein, ist kein Short, sondern das ist der Medium. Ja, der ist für mich ein Medium. Ja, der andere wäre jetzt länger. Wo ist er? Ich lege sie euch. Da fehlen dann ein Stückchen noch. Also das ist für mich ein L, das ist für mich ein M. Und ich wollte eben eine Nummer noch kleiner. Der wäre dann so, ein kürzerer. Was für mich dann kein Coffin mehr ist, aber sie deklarieren es, glaube ich, als Coffin. Entschuldigung. Ja, und da werde ich nochmal ordern. Ich hoffe, es gibt sie noch, weil ich habe so das Gefühl, so langsam gehen die Formen aus. Sie werden gut abverkauft. Wenn ich es schaffe, screenshotte ich das jetzt und schmeiße es euch hier in die Ecke rein. Ich hoffe, ich denke dran. Ich kann euch das nicht verlinken mit Temu. Da werde ich verrückt, genauso wie mit AliExpress. Ich möchte mir gerne angewöhnen, euch die Fotos hier reinzuschicken, damit ihr seht, wie es aussieht. Und die Bezeichnung könnt ihr dann eben übernehmen und einsetzen und in die Google oder in die Suchmaschine geben. Bei den entsprechenden Shops. Genau. Also ihr Lieben, das war das. Ja, zum Thema Tipp vergrößern. Mir passt der nicht. Was mache ich da? Das könnt ihr machen. Oder ihr probiert diese Tipps mal aus. Aber wie gesagt, das ist ein mittlerer Coffin. Das ist jetzt kein ellenlanger wie hier. Aber ich finde die sehr, sehr schön. Die sind auch in ihrer Art klasse gemacht. Zeige ich euch auch gerne nochmal. Hier vorne im Nagelbettbereich super flexibel, hauchdünne Scheißerchen. Und hier vorne werden sie von der Flexibilität etwas fester. Und ich denke, ja, ich muss jetzt warten mit meinen Nägeln. Ich habe noch rote Rüben vor der Nase sitzen heute. Ich kann mir meine Nägel jetzt noch nicht machen. Aber ich kann euch zeigen, ich habe ihn hier verarbeitet. Moment, einen Daumen musste ich machen. Da ist er. Das ist dieser Tipp, ja. Und er hält, und wenn ihr es wissen wollt, ich habe ihn jetzt befestigt mit der Rubber Base von Born Pretty. Das liegt drunter, ja. Wenn euch das Design wieder begeistert, könnt ihr in die Kommis schreiben, dann verfilme ich euch auch das. Ich brauche jetzt mal wieder was Dunkles und Graues, weil draußen war es ja jetzt grau genug. Also brauche ich das dann auch auf den Nägel, gell? Also wenn euch das Design interessiert, schreibt es in die Kommis, filme ich euch ab, kein Problem. Vielleicht lasse ich die Kamera mitlaufen, wenn ich dann komplett mache. Aber das sind diese Tipps, ich finde sie klasse. Ich werde sie mir auf alle Fälle jetzt nochmal nachordern. Ich muss sowas immer in der Kiste noch zusätzlich haben, hier unter zwei zu finden. Alles klar, Bild schicke ich euch rein. Alles, was Wünsche ist, was Anregungen ist, was Kritik ist. Ich weiß, mein letztes Overvoice-Video war von dem Pegel der Musik etwas blöd. Das tut mir leid, das möchte ich hier auch nochmal sagen. Ich bin am Lernen, ich übe das noch. Ich gebe mir Mühe, dass die Musik das nächste Mal noch ein bisschen mehr in den Hintergrund geht, damit ihr meine Stimme besser erfassen könnt und mich versteht. Der Fritz ist da. Wenn der Fritz da ist, dann muss ich jetzt noch mein Köpfchen leer machen. Und ja, dann gehe ich jetzt in die Küche, weil dann halte ich meinen Sappel und muss mich auf meine roten Rüben konzentrieren. Rote Beete, sauer eingelegt, wird heute meine Vormittag oder meinen Tag begleiten. Ja, der Fritz ist da. Ich höre jetzt auf. Bleibt in eurer Mitte, schafft euch eure Wohlfühloasen mit oder ohne mich. War das jetzt richtig grammatikal? Ich hoffe. Wir sehen uns zu einem weiteren Video hier bei eurem Nagelkunstradio von und mit mir, Nails, Coffee and Tea. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.